Hey, Hans hier für notebooksbilliger.de auf der Computex 2019 in Taipei. Und hier bei Dell schaue ich mir das neue Dell XPS 15 OLED an. Also wir haben hier ein 15,6 Zoll 4K OLED-Screen. Also das sieht schon top aus, vor allem hier mit so einem coolen Hintergrund. Richtig cooler Kontrast, satte Farben. Also das ist auf jeden Fall mal ein Hingucker. Das XPS 15 wird es eben mit dem 4K OLED geben oder auch mit einem ganz normalen Display. Da wird es natürlich deutlich günstiger sein. Aber wer eben alles aus seinem Display rausholen möchte, der hat hier jetzt auch die Möglichkeit, dieses hochauflösende OLED-Display zu wählen. Dünne Displayrahmen haben wir hier. Hier oben auch noch eine Webcam. Und was mir natürlich bei Dell auch immer sehr gut gefällt, wir haben hier am Palmrest oder hier in dem kompletten Bereich ein sehr schönes, einen schönen Carbon-Look. Eine ordentliche Tastatur, mit der man richtig gut schreiben kann. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen ausprobiert. Und hier unter der Tastatur natürlich auch noch ein großes Touchpad mit integrierten Maustasten. Hier haben wir den Power-Button, der sieht auch so aus, als wäre das auch ein Fingerabdrucksensor für die Authentifizierung. Und von den technischen Daten her können wir hier ein Intel Core i9 verbauen. Und hier gibt es dann auch noch die Möglichkeit, eine NVIDIA GeForce 1650 Grafikkarte neben der internen Intel-Grafikkarte zu nutzen. Und somit könnten wir hier auch noch einige Games zocken unterwegs. Also wir haben hier richtig viel Power, um auch beispielsweise Videos zu bearbeiten. Klappen wir das Ganze mal zu, sehen wir auch hier auch, Dell hat natürlich immer eine recht gute Verarbeitung. Aluminium haben wir hier und auch auf der Unterseite, das fühlt sich einfach richtig gut an. Und schauen wir uns auch mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier einmal USB-A und einen großen SD-Kartenleser. Natürlich auch noch einen Kensington Keylock. Und was mir natürlich auch sehr gut gefällt, ist hier ein Battery Indicator, der uns anzeigt, wie viel Akkulaufzeit oder wie viel Akkustand wir hier noch haben. Auf der linken Seite haben wir dann noch den Anschluss für das Netzteil, einen weiteren USB-Port, einen großen HDMI und einen Thunderbolt 3-Port. Außerdem auch noch einen 3,5 mm Audio-Port. Dell gibt hier eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden an. Das ist natürlich mal eine Ansage für so ein großes 15 Zoll Notebook. Oh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also wie gesagt, von der Verarbeitung echt top. Bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. Und auch die Performance mit einem Core i9 und einer NVIDIA GeForce Grafikkarte kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Also das hier, das neue Dell XPS 15 mit dem neuen 4K OLED-Screen hier auf der Computex 2019. Vielen Dank fürs Zuschauen.